Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch, wie ihr die schwarze Heißtasche bekommen könnt oder auch genannt Double Bag Tasche. Und zwar ganz leicht. Da vorne wird unten verlinkt. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Freund. Der Hoster ist von Pacific Standard. Das ist der 5. Raubüberfall. Und wichtig, es darf nicht das Finale sein. Es muss eine Vorbereitung sein. Zum Beispiel Signal. Habt ihr diese Dinge, startet euer Freund, ihr tretet bei und wartet noch auf zwei Randoms oder auf zwei Freunde, je nachdem. Wenn genug Personen im Job drin sind, startet ihr die Mission. So, jetzt kommt's aufs Timing an. Und zwar muss der Hoster, also euer Freund, diesen Moment leften, wenn er die Person, also die Auswahl sieht, wo man die Kleidung umstellen kann und die Autos wechseln kann. Wenn das sieht, muss er sofort leften. Das ist ein sehr enges Timingfenster. Dann werdet ihr rausgeschmissen und in Online-Modus gespawnt. Wenn der Glitch funktioniert, werdet ihr in den Online-Modus spawnen mit der Tasche. Das geht ihr euch dann einfach abspeichern. Wenn ihr ohne der Tasche gespawnt seid, versucht ihr es nochmal. Das macht ihr so lange, bis ihr die Tasche habt. Bei mir hat es nämlich nur ein Versuch gedauert, hatte ich Glück, aber bei meinen Freunden hat es zum Beispiel länger gedauert, hat es nämlich 5 Versuche gebraucht. Aber das war es schon, der Glitch. Ich hoffe, euch hat der kleine Glitch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Bis denne, ciao.